Kennst du auch solche Momente und solche Situationen, die in dem Moment so richtig herausfordernd sind? Ja, die vielleicht so richtig hart sind, wo wir uns von außen Unterstützung wünschen, wo wir uns wünschen, jetzt neue Energie, neue Kraft, neue Stärke irgendwo herzubekommen? Ich glaube, wir alle kennen wahrscheinlich solche Situationen und solche Momente, egal zu welchem Thema und egal in welchem Lebensbereich sich solche Situationen abgespielt haben. Und wie ich schon gesagt habe, in dem Moment hilft uns natürlich, wenn wir so eine neue Kraft, so eine neue Energie in uns aufbauen können. Gut tut hier natürlich Unterstützung von außen. Wenn andere Menschen da sind, die uns verbal oder auch mit ihrer Nähe unterstützen, die dann sagen, komm, auf geht's, du packst das. Oder du wirst es durchziehen, du wirst es umsetzen können. Es ist teilweise echt erstaunlich, was so eine, ich sage mal, positive Anfeuerung, positive verbale Unterstützung in solchen Momenten bewirken kann. Und vielleicht kennst du das auch. Aber was ist, wenn solche Menschen jetzt in diesem Moment nicht da sind? Wenn solch eine Unterstützung von außen in verbaler Form nicht in diesem Moment möglich ist? Hast du dann etwas, womit du dich selbst in neue Energie und neue Kraft, in neue Stärke führen kannst? Gibt es sowas bei dir? Wenn ja, wie sieht denn das genau aus? Und jetzt kommt dein Kraftsatz zum, oder wird dein Kraftsatz zum Thema? Der Kraftsatz ist in dem Moment eine Selbstführungsmethode, die uns gerade in herausfordernden Situationen, in schwierigen Momenten neue Energie, neue Stärke und neue Kraft geben kann. Wichtig ist jedoch, dass du dir in diesem Moment diesen Kraftsatz bewusst machst, wirklich denkst, besser noch, du sprichst ihn für dich auch hörbar immer wieder aus. Und dieser Kraftsatz ist ein kurzer, aber sehr, sehr prägnanter Satz, der eine Resonanz in dir auslöst und wie gesagt, dich so in eine neue Energie, in eine neue Stärke und in eine neue Kraft führt. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, wie mein Kraftsatz aussieht. Und dieser Kraftsatz hat mich schon in vielen Momenten unterstützt, die herausfordernd oder in dem Moment auch schwierig waren. Und das ist ein mentales Konstrukt, aber dieser Kraftsatz, diese Gedanken in diese Richtung sorgen dafür, das ist zumindest meine Erkenntnis auch, dass wir dadurch einfach auch wieder uns von innen heraus stärker aufstellen. Und ich habe das auch bei Menschen erlebt, die ich im Coaching begleitet habe. Wir haben diesen Kraftsatz kreiert und diese Menschen haben mir dann berichtet, wie gut ihnen dieser Satz tut, wenn er immer, immer stärker im Bewusstsein verankert ist. Also, mein Kraftsatz lautet, die Kraft und Stärke in mir ist größer als die jetzige Situation und Herausforderung. Nochmals, die Kraft und Stärke in mir ist größer als die jetzige Situation und die Herausforderung. Mit meinem Kraftsatz mache ich mir dann bewusst, dass in mir weit mehr steckt als das, was diese Herausforderung jetzt als Widerstand hier für mich aufbaut. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dir diesen Satz, deinen Kraftsatz immer wieder sagst, dir immer wieder bewusst machst, immer tiefer einfach auch in die Resonanz eintauchst, emotional dieser Kraftsatz in dir etwas auslöst, dann wirst du bestimmte Momente in diesem Fall natürlich anders angehen können. Du wirst diese Momente anders lösen, anders mit ihnen umgehen können, wie wenn du das nicht magst oder deine Gedanken in die entgegengesetzte Richtung abschwirren. Und wie gesagt, das ist ein Selbstführungstool. Das heißt, nicht die Situation, nicht die Herausforderung führt dich mental und emotional, sondern du führst dich in diesem Moment selbst mit deinem Kraftsatz in diese Kraft, in diese Energie. Und hast somit die Chance, natürlich der Situation, der Herausforderung anders gegenüberzutreten, beziehungsweise anders mit ihr umzugehen und anders diese Situation zu lösen. Und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend.
Und deswegen spreche ich ja immer auch von einer bewusst intelligenten Selbstführung. Und dieser Kraftsatz ist eine kleine Komponente in diesen vielen Möglichkeiten, die wir hier für eine bewusste, intelligente, mental und emotionale Selbstführung haben. So, und jetzt bist du dran. Hast du Lust, dir deinen eigenen Kraftsatz zu gestalten und zu kreieren? Dann habe ich hier noch ein paar Gedanken für dich, worauf du achten solltest. Punkt Nummer eins, gucke für dich, dass es wirklich ein möglichst kurzer, aber sehr prägnanter Satz ist. Kurz und prägnant. Punkt Nummer zwei, achte darauf, dass die Wörter in deinem Kraftsatz emotional in dir etwas auslösen. Also teste das gerne auch ein bisschen, bis du wirklich diese Wörter gefunden hast, die für dich passen. Wie touchen dich deine Wörter in deinem Kraftsatz? Wichtiger zweiter Punkt. Punkt Nummer drei, mache diesen Satz jetzt in der Gegenwart. Also nicht, ich werde irgendwann die Stärke mal haben, sondern ich habe sie jetzt. Jetzt bin ich in meiner Stärke. Und das ist auch so ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und Punkt Nummer vier, wenn du deinen Kraftsatz kreiert hast, dann sage ihn dir ab diesem Moment regelmäßig vor. Und zwar so, dass du das für dich hören kannst und dadurch immer, immer stärker diesen Satz, diese gedankliche Ausrichtung in dir verankerst, um sie dann gerade in herausfordernden Situationen oder anstrengenden Momenten wirklich dann auch präsent zu haben und diesen Satz auch abrufen zu können. Und dann, wenn du diesen Kraftsatz, deinen Kraftsatz kreiert hast, ihn immer wieder einfach auch für dich stärker verankerst, dann achte zukünftig mal drauf, was es bewirkt, wenn du ihn in bestimmten Momenten bewusst abrufen kannst. Also gucke darauf, dass du dich in solchen Momenten durch deinen Kraftsatz immer stärker selbst führst, dass du in eine immer stärkere Selbstführung kommst. Denn dadurch kreierst du aus dir selbst heraus eine andere mental und auch emotionale Ausrichtung, einen anderen mental und emotionalen Zustand. Und mit einem stärkeren Zustand kannst du natürlich auch bestimmte Momente, Situationen, Herausforderungen anders lösen, kannst ihnen anders begegnen und kannst anders mit ihnen umgehen. Und wie gesagt, mein Kraftsatz hilft mir in vielen Momenten, vor allen Dingen natürlich auch beim Sport. Im Ultracycling, wenn es wirklich so richtig, richtig anstrengend wird, dann ist dieser Satz richtig präsent und in dem Moment schaffe ich mir hier einfach auch eine stärkere Ausrichtung und gebe mir natürlich auch selbst das Signal, was hier für mich innerlich noch möglich ist. Also, kreiere dir gerne deinen persönlichen Kraftsatz, der dich unterstützt, der dich trägt. Und der dich immer wieder in herausfordernden Momenten stärkend begleitet. Und dann wünsche ich dir, dass dein Kraftsatz dir wirklich auch diese Energie und Stärke gibt, die du dann im jeweiligen Moment auch brauchst. Wenn dir diese Podcast-Folge geholfen, gefallen hat, leite sie gerne weiter, teile sie gerne mit anderen. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Ultramind Podcast, denn dann bekommst du jeden Dienstag eine neue Ausgabe. Und natürlich kannst du mir gerne auch eine Rezension für meinen Ultramind Podcast geben. Dafür sage ich herzlichen Dank. Weiterhin jetzt alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Mache dir klar, du bist dein eigenes Limit. Sei ein Lebenschampion und Mindset-Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens. Denn dadurch gewinnst du auch immer als Persönlichkeit. Bis zur nächsten Ausgabe des Ultramind Podcasts, dein Jürgen.